So, und damit herzlich willkommen im Schatten Mulsantier. Ich sage das nur, weil wir hier einen Kampf vor uns haben. Und das weiß ich, weil ich diesen Kampf schon einmal bestritten habe. Denn diese Aufnahme hatte ich schon mal gestartet. Und dann war ein Grafik-Update nötig. Oder stand an. Auf jeden Fall hat der Computer dann einfach beschlossen, ich fahre mal ohne dich runter. Mitten in der Aufnahme. Dankeschön. So, einmal Blutleere. Ich weiß, du hast zwar kein Blut mehr. Der Kampf steht bevor. Das Blut wird ihm folgen. Ich bin beinahe versucht zu fluchen. Och komm. Ich habe meinen eigenen Zauber verpatzt. Das ist natürlich übel. Oh ja, ich kann den ja ewige Ruhe gewähren. Das haut ziemlich rein. Das ist sehr schön. Jetzt kann ich es allerdings erst wieder in 5 Minuten einsetzen. Also regulär im Kampf. Und dadurch hat sich meine Geistenergie, sieht man jetzt hier, wieder etwas aufgefüllt. Und zwar auf 61. Das ist natürlich wunderbarst. Wunderbärchen sozusagen. Plündermagie. Machen wir mal. Queen Day? Green Day, Green Day. Hatte auch ganz gute Lieder gemacht. Fand ich jedenfalls die Lieder um den 11. September herum. Also um 2001, um die Kriege herum. Waren wirklich ganz gut. So, nun gehen wir hier ins Skriptorium hinab, wenn wir denn den Ausgang finden. Oder den Eingang. Das ist hier immer so ein bisschen schwierig. Nee, das geht jetzt hier zu weit. Das geht zu weit. Da kommen wir zu den Schattenpriestern. Wir müssen einfach da die Treppe runter. Okay. Geritzt. Und jetzt gehen wir wieder in die persönliche Sicht. Yeah. Haben zwar Oku im Gesicht. Ja, dann gehen wir halt hier rum. Auch gut. Auch schön. Drehen uns um und stehen vorm obersten Schreiber. Ja, Bittsteller. Nach Mirkuls Willen sind wir alle immer noch hier. Aber wir haben jetzt ja ewige Ruhe. Und damit können wir ja den armen, gequälten Seelen hier ewige Ruhe gewähren. Es ist an der Zeit für euch und eure Schreiberfreunde weiterzuziehen und zur Ruhe zu kommen. Das emotionslose Gesicht des Schreibers nimmt einen Ausdruck der Verwunderung an, als ob ihm noch nie der Gedanke gekommen sei, von seinem Schicksal erlöst zu werden. Tja. Das ist die Maske des Verräters. Sieht cool aus. Endlich haben wir die mal so direkt vor uns. Das war natürlich episch jetzt. Brüder, legt eure Federkiele nieder. Federkiele nieder. Unsere Arbeit ist getan. Endlich. Wow, wir haben eine strahlende Geistessenz erhalten. Damit gehen wir diesmal gleich zum... Ach nee. Können wir noch gar nicht. Haha. Flüchtige Geistessenz. Jetzt weiß ich wieder, warum wir Saphir aufgesucht haben. Ja. Wir suchen jetzt erst nochmal Saphir auf und... Also, das Kapitel haben wir jetzt abgeschlossen. In die untere Ebene gehen wir auf jeden Fall noch nicht. Denn, wie ich in einer verhunzten Aufnahme einmal festgestellt habe, das ist noch zu schwer für uns. Wir müssen erst noch einige Quests erledigen, bevor wir dahin zurückkehren. Das ist eigentlich sehr schlau gemacht vom Spiel. Und wir sind schon wieder falsch abgebogen. Wir müssen hier hinaus, genau. Oh, man sieht hier mal richtig was. Das finde ich schön. Das finde ich gut. Und wir waren schnell genug, um die Sicht frei zu halten. Achso, ja, hier ist dieses Blutbecken. Ja, ja. Und dann geht es hier noch draus. Gut, ich würde sagen, hier kommt ein kleiner Schnitt und wir sehen uns gleich. Das sieht spooky aus. Ja. Hallo, wir sind im Nichts gefangen in der Twilight Zone. So, wartet, Moment. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Jetzt kommt da wirklich der richtige Schnitt. Versprochen. Und da ist Saphir und wir sind auch wieder da. Für euch tun kann. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, ich brauche eure Hilfe. Schließt euch mal wieder an. Mhm. Und zwar, ups, das letzte Mal. Könnte ich einen Augenblick eurer Zeit haben? Genau. Je länger ich mit euch reise, desto mehr überrascht ihr mich mit euren angenehmen Charakterzügen. Oho. Ja, es ist angenehm.
auch mir wird eure Gesellschaft immer lieber, je länger wir zusammen reisen. Ich sehe großes Potenzial in euch. Wärt ihr an meine Akademie gekommen, wärt ihr ein hervorragender, wenn nicht gar außergewöhnlicher Schüler geworden. Ich möchte euch arkanes Wissen zuteil werden lassen, das mir meine Mutter beibrachte, als ich noch jung war. Das ist sehr großzügig von euch, danke. Ich werde euch während unserer Märsche und in den Stunden am Lagerfeuer ausbilden. Euer Gedächtnis, euren Fokus und euren Willen schärfen. Seht es als Geschenk unserer Freundschaft. Gut, sollen wir dann weiter? Gern. So, abhängig von eurem Status, das kennen wir ja ein bisschen von Dragon Age, habt ihr folgende auf Einfluss basierende Merkmale erhalten. Hingabe der roten Magier, was euch einen Bonus auf eure Intelligenz gewährt und sämtliche Zauber, die ihr sprecht, verstärkt. Das ist natürlich super. Habt Dank, Saphia, bevor ihr weiterziehen. Okay, habt Dank. Lasst uns weiterziehen. Das ist natürlich ziemlich cool und das sehen wir auch bei uns im Charakterbogen. Moment. Irgendwo konnte man das sehen. Ich glaube, wir sind inspiriert bei Talente hier. Ritter, bla bla. Irgendwo war das. War das da ganz unten? Epische Talente, verbesserte Intelligenz. Irgendwo konnte man das sehen. Oder konnte man das bei Saphia sehen? Ja. Ja, da, Hingabe des roten Magiers. Genau, der roten Magier fühlt sich, fühlt eine tiefe Verbundenheit zu euch. Plus 6 Konzentration, plus 2 Intelligenz, Bonustalent, besser, verbessertes Zauberverstärken, plus 2 Aufregungswürfe gegen Zauber. Das ist natürlich, wow, das ist episch. Gut, wir haben sie aber vorwiegend, wegen der Essenzen wieder mitgenommen. Und jetzt kriegt sie erstmal alles, was wir hier haben. Hups, zugeschustert. Und wir haben eine ganze Menge gesammelt, würde ich sagen. Vielleicht können wir irgendwann einmal... Ja. Hast du auch ein paar eingesammelt? Ja. Vielleicht können wir irgendwann einmal auch mal was verzaubern. Das wäre natürlich ziemlich cool. Ja? Ja. Ich würde sagen, das machen wir dann gleich auch einfach mal. So. Hier entlang. So, wir haben jetzt 3 Strahlen Geistessenzen und 4 flüchtige Geistessenzen. Mit den flüchtigen können wir natürlich nicht so viel machen. Aber wir kombinieren jetzt erstmal die, die wir als viele haben. So, ab 8 gilt das, ne? Das heißt, da müssten wir jetzt 3 dazu bekommen haben. Hier haben wir eine ganze Menge. Was war das? Energieessenzen. Tadellose Energieessenz, strahlende Energieessenz, strahlende Erdessenz. Gut. So, Ranzen des Zauberers. Was machen wir denn jetzt? Wir haben ich ja hier unsere euch, Waffe. Eisbeißer plus 3. Den werden wir jetzt einmal verzaubern. Oh, wir haben noch fluchtige Luftessenz. Gegenstand kann nicht verzaubert werden. Toll. Danke. So, dann benutzen wir jetzt eben ein ganz normales Eisbeißer plus 3. Aber jetzt haben wir keine magische Waffe mehr. No. Wir rasten jetzt einfach mal. Ja, bitte 8 Stunden. Dann geht jetzt Geistenergie zwar wieder runter, aber wir können das noch ein bisschen probieren. Wir haben jetzt wieder alle Zauber. Und dementsprechend probieren wir es nochmal. Handwerk gelungen! Yay! Die Frage ist nur, was haben wir da jetzt verzaubert? Wir schreiben mal verbesserter Eisbeißer. Wir können die Waffe nämlich benennen. Besserter Eisbeißer. Mal gucken, ob das überhaupt was gebracht hat. Verbesserter Eisbeißer. Untersuchen. Verbesserungsbonus plus 6. Woo! Das ist genial. Dann wollen wir vielleicht noch ein bisschen Blitzschaden auf der Waffe haben. Das wär's doch. Tadellose Energieessenz. Ach nee, mächtige magische Waffe hatten wir ja schon. Steinhaut hat sie auch, oder? Hm. Oder magisches Schutzgewand. Okay, haben wir nicht. Das ist Saphia, nicht wahr? So, Blitzzauber.
Vielleicht bei der strahlenden Luftessenz? Zauberblitz. Okay, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Haben wir überhaupt Blitz ausgewählt? Ja, einmal, okay. Ja. Dann verzaubern wir unsere Waffe nochmal. Öffne das mal bitte. Strahlende Luftessenz. Strahlende Wasseressenz, was war das? Gift oder was? Eissturm oder kriechende Kälte? Polarstrahl. Nee. Okay. Rüstung, Regeneration, Schutz vor Energien. Ist vielleicht irgendwo, aber nee, okay. Wir machen den Blitzzauber. Das waren hier die Luftessenzen. Erdessenz, was war Erdessenz? Mal kurz gucken. Korrosionswaffe. Säurepfeil. Mhm. Zusätzliche Trefferpunkte. Zauberschutz vor Energien. Gut. Umhang. Elementen trotzen. Nö, Erdessenz ist irgendwie nicht so interessant. Dann nehmen wir jetzt eben die strahlende Luftessenz. Machen den Ranzen einmal zu und schieben ihn kurz zu Swings rüber. Ja. Ja, und dann gucken wir mal, ob Madame das überhaupt schafft. Oder eben ob... Ja. Handwerk gescheitert. Das heißt, wir sind einfach zu schlecht. Wir haben nicht das nötige Talent dafür. Wir gucken, ob du überhaupt Blitzzauber hast. Sonst lernen wir als nächstes einfach Gegenstände verzaubern. Bei Swings halt. Zauberbuch, Zauberbuch, Zauberbuch. Wir können ja noch ein paar Sachen ausrüsten. Fällt mir gerade ein. Einmal Gestalt wandeln. Dann Schutz vor Zaubern. Schutz vor Energien war das, nicht wahr? Naja, dann nehmen wir hier halt Zauber ausdehnen. Mordekins Schwert noch. Grad 7. Andauernder Zauber. Auflösung. Ach, Grad 7 haben wir schon voll. Grad 6. Auflösung. So. Und Grad 2. Magische Geschosse. Gut, haben wir das auch mal aufgefüllt. Was können wir eigentlich jetzt mehr? Wir können ja eigentlich mal auch noch ein bisschen was auffüllen. Sehr schön. Wie wär's denn noch einmal mit Polarstrahl? Und hier natürlich noch einmal mit Blutleerheit. Gerne auch mächtigen Geschosshagel. Flächenbrand für den Notfall. Oh, Eissturm. Für mehr Eisschaden. Aber wie gesagt, wir müssen dann erst einmal nochmal Blitz. Erst einmal noch ein paar Talente auswählen. Dann geht das. Und jetzt werden wir gleich einmal Grad 1. So. Wir werden jetzt gleich einmal zu dem Schamanen gehen. Wir haben jetzt ja 3 strahlende Essenzen. Die Frage ist nur, ob wir die im Gepäck haben müssen. Deswegen räumen wir das auch nochmal rüber. Dann kriegst du den Ranzen wieder. Und dann sehen wir uns gleich beim Schamanen wieder. Also hier auch wieder ein kleiner Cut. Es wird eine Schnibbelfolge. Aber wir müssen ja nicht jede Gelegenheit mitnehmen. Also ich meine, wir müssen nicht jede... Nö. Naja, seht euch Garn an. Ach, Garn ist wieder normal. Vorhin war er aus Protest, hat er sich in einen Erdgeist verwandelt. Das war natürlich ein bisschen kindisch. Oh, und wir laufen gerade ohne Waffe rum. Das ist ja nix so gut. Hier, Saphir hat ja noch unseren verbesserten Eisbeißer plus 3. Das ist jetzt ein verbesserter Eisbeißer plus 6. Das ist natürlich... Damit treffen wir nur noch. Episch, sage ich. Episch. Die Waffe ist eine Einhandwaffe. Wie gesagt, beim Schamanen treffen wir uns wieder und hoffentlich funktioniert es. Und wenn nicht, überlegen wir uns für das nächste Mal was anderes und machen vielleicht erstmal den Golem oder erstmal noch eine andere Quest. Wir haben ja noch ein bisschen was im Petto. Bis gleich! So, herzlich willkommen in der Eistrollhütte. Herzlich willkommen zurück in der Eistrollhütte. Wir reden jetzt mal mit
Nakai, dem Schaman. Nakai, wie geht's? Ihr seid zurück, was benötigt ihr diesmal? Oh, diesmal klappt es. Ich weiß nicht, was letztes Mal schiefgelaufen ist. Wahrscheinlich hatte sie die Essenzen und nicht wir. Ich bin mit den Essenzen zurück, die ihr verlangtet. Oh, danke. Tschüss, auf Wiedersehen. Seid ihr bereit dafür, dass ich mit dem Ritual beginne? Ja, ihr dürft anfangen. Oku, hier ist mein Geschenk an euch für eure Reise. Atem, Herzschlag, Schweiß. Vieles vom einst lebendigen Oku fehlt dem Echo, das ich bin. Doch nun kann ich wieder einen Teil von ihm in mir spüren. Die Macht meiner Lebtage ist... Sie ist eine Erinnerung, die ich glaubte, für immer verloren zu haben. Ich danke euch. Ihr habt einen Teil meiner Stärke, die ich einst kannte, wiederhergestellt. Sehr gern geschehen, großer Bärenkönig. Es ist das Mindeste, was ich für euch tun konnte. Ich hoffe wirklich, dass ihr mit euren Bemühungen, dieser Frau zu helfen, Erfolg habt. Mögen die Geister euch beide auf euren Reisen begleiten. Nicht andersrum. Und Oku ist auch noch aufgestiegen. Das ist natürlich episch hoch 10. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Ja. Stärke 37. Wow, Konstitution. Ach, das war nur so ein Einfluss 38. Das ist freundlich. Gut. Haben wir das auch erledigt. Es hat sogar funktioniert und Oku ist jetzt stärker geworden. Das ist sehr schön. Ja, es ist eine kleine Schnibbelfolge geworden. Nächstes Mal werden wir uns vermutlich... Ich guck mal noch kurz ins Tagebuch. Das können wir noch nicht abhaken. Das können wir auch noch nicht machen. Herz eines Golems können wir jetzt auch nicht machen, denn wir brauchen... eine strahlende Geistessenz. Die haben wir noch nicht. Da fehlen uns noch 4 flüchtige Essenzen zu. Und Verbündete im Schleier ist eine langwierige Quest. Kreuzungsfreit, das ist auch uraltes Wissen. Da werden wir uns wahrscheinlich aufmachen zum Aschenwald, zum Waldmann. Und finsterer Hunger ist auch. Okay, ich würde sagen, als nächstes steht hier die Quest hier an. Auf jeden Fall, Priorität können wir auch machen. Verbündete im Schleier, uraltes Wissen, ja. Okay. Was? Achso, okay. Ja, wie gesagt, das können wir noch nicht machen. Dann gehen wir jetzt erst zum Waldmann in der Hoffnung, dass uns noch irgendwo ein paar Geistessenzen über den Weg laufen. Vielleicht, wenn wir ein paar Geister ewige Ruhe gewähren noch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder an den Docks, würde ich sagen. Und an den Docks geht es dann weiter zur Insel der Träume, keine Ahnung. Nee, das heißt irgendwie anders. Naja, habt ein schönes Wochenende in 3 Tagen. Jaha, es ist echt komisch, am Ende der Woche schon mal ein schönes Wochenende zu wünschen. Naja, für die, die dieses Projekt eben nur sehen und keine anderen, viel Spaß noch. Ja. Abschließende Worte. Swings, hast du noch was zu sagen? Ja. Ja, ihr seht, ich hab's hier voll raus. Auf Wiedersehen.